Der Todes-Countdown auf Steam läuft. Ich habe nur noch 8 Tage Zeit. Dann läuft nichts mehr unter Windows 7. Aber es ist ein super geiles, beschissenes Weihnachtsgeschenk von Steam. Nicht! Und ich habe mir noch so ein paar Sachen rausgepickt, die ich vielleicht in den 8 Tagen noch spielen möchte. How to Survive, das dauert wahrscheinlich länger, das kann man auch nicht so lange am Stück spielen, da wird es langweilig. Aber immer mal wieder so eine halbe Stunde, Stunde. Ich habe das eins schon durch. Drum das mal nicht. Vielleicht kriege ich das dann irgendwie noch mit dem Steam CMD später zum Laufen. Aber naja, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Dann haben wir hier The Incredible Adventures of Van Helsing, Final Cut. Das ist, ich habe ja irgendwie Vran gespielt. Das ist so ähnlich. Das ist so ein Diablo-like Abschlachtdings in der. Wie heißt denn das? So schräg von oben links so eine Perspektive, so eine Draufsicht. Und da ich Victor Vran erst gespielt habe. Das ist ziemlich ähnlich sogar. Da war ja auch Vampirjäger oder sowas. Nee. Ist bestimmt gut. Aber ich habe erst so ein Action-Rollenspiel in Draufsicht gespielt. Life is Strange ist ein Adventure und ich glaube, das habe ich mir jetzt erstmal ausgesucht. Dann gibt es hier noch irgendwie Little Nightmares. Das scheint mir so ein kleines Horror-Adventure zu sein. Locked in Mind. Vielleicht auch ein, von dem Bild her ein Horror-Adventure. Ich weiß es nicht. Magicka. Und das ist wieder so eins von. Nee, warte mal. Das sieht hier aus wie so eins von oben. Oben drauf Sicht. Dann ist das hier wieder. Ich weiß es nicht. Da muss man neue Elemente machen und das sieht wieder aus wie so ein Kartenspiel. Vielleicht sind das auch einzelne kleine Rätsel hintereinander geschaltet. Ich weiß nicht. Und dann habe ich noch Magicka 2 Spell Balance Beta. Keine Ahnung. Ich glaube, ich versuche es mal hier mit Life is Strange 2. Mal ein Adventure. Und das werde ich dann schon noch durchkriegen, hoffe ich doch. Sonst muss ich halt weiterspielen. Ah ja. Das ist lustig. Rein fiktional. Oh ja. Bitte schnell mal durchlesen. Wichtige gesundheitliche Warnung zum Spiel. Du warst leider nicht schnell genug. Alles sowieso abgewetzte Pfadfinder oder Armee auf Näher. Das hat ja auch Ähnlichkeiten, Pfadfinder und Militärarmee. Zumindest in den Orden. Oh, schau mal, das Vögelchen. Klick, klick, klick. Indem du fortfährst, ja, wo fahre ich denn hin? Stimmst unseren Datenschutzrichtlinien zu? Ja, wie sind denn die? Privatsphäre? Fortfahren. Was ist Privatsphäre? Erstmal muss den Cookies zustimmen, um den zu stellen. Komm, komm. Leg mich doch hier. Mach das weg. Wie geht das wieder weg? Zurück zum Spiel. Das liest sich doch keiner durch. Bah. Ja, meinetwegen. Nun muss ich wieder in South Park, dieser Wurm da. Ja, zu haben. Ja, ne? Irgendeiner hat mal zum Spaß in die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder in diese Datenschutz. Ja, ich stimme hiermit zu, mein Erstgeborenes dem Entwickler zu opfern.
Und haben alle zugestimmt, keiner hat sich das durchgelesen. Ja, Mann, natürlich macht das keiner. Nein, habe ich nicht. Die letzte Entscheidung in Season 1 wird zufällig generiert. Justiere den Gamma, da kann ich gar nichts sehen, dieses Video. Und ich habe gemerkt, man muss für die Videoaufnahme auch ein bisschen heller machen. Weil da viel durch den Algorithmus von YouTube nochmal dieselbe Farbe kriegt, damit es ein bisschen komprimierter ist. Also hier würde ich ja so nicht, da sehe ich nichts mehr. Aber jetzt würde ich so ganz leicht sehen hier. So sollte man sich das dann anpassen. Aber der YouTube-Algorithmus macht dann da irgendwie, wenn du Glück hast, eine Wolke draus und da siehst du da irgendwie nicht diese Sonne. Außerdem geht das auf die Augen. Und wenn jetzt ist gerade dunkel. Ja, ich glaube, wir machen mal so. Wenn die Sonne reinscheint, dann siehst du das auch nicht mehr. Das ist ja nicht überblendet jetzt hier. So. Episode spielen Optionen. Alle Episoden können jetzt gespielt werden. Folge Life is Strange auf Twitter oder YouTube. Einstellungen, wie man spielt. Bewege dich. Achso. Ich hätte vielleicht meinen Controller vorher anmachen sollen. Hat er noch auf die Reihe gekriegt? Das ist schon mal schön. Manche muss man neu starten, damit sie den Controller erkennen. Okay, bewege dich mit dem linken Stick, bewege die Kamera mit dem rechten Stick. RT. Warum ist RT wie LT abgebildet von der Form? Weiß ich nicht. Um zu rennen, zentriere mit Right Stick Click. Wechsel mit Left Stick. Benutze Y, B, A und X, um ein Objekt zu interagieren. Wähle den Dialog mit Y, B, A, X eine Antwort aus. Okay, Inventar ist mit dem Steuerkreuz, mit dem D-Pad. RB ist Dialog einblenden. Öffne den Rucksack. Sonderansichten. Okay, wie ist der? Mehr gibt's nicht. Zack. Einstellung. Okay. Einstellung. Das Rot ist eingestellt. Video, Gamma, erweiterte Einstellung, Bildschirmauflösung. Grenzenlos. Unbegrenzt. Nochmal 60 Hertz. Bildqualität niedrig. Also Mittel hätten wir schon ganz gern. Vertikale Synchronisation ist auch gut. Sichtweite, Mittel, Qualität der Nachbearbeitung. Wenn ich genau 30 FPS mache, einfach nur 30 FPS. Ist das jetzt die berechnete oder das, was auf dem Bildschirm ausgibt? Er soll 30 berechnen und 60 ausgeben. Also wenn man miteinander das zweimal hintereinander dasselbe Bild. Ein Fenster, was heißt grenzenlos? Auf grenzenlos, ne? Mittel, 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 Mittel. Qualität, Texturqualität. Mittel. Ich kann mal die Köln. Oh. Nur mal 100%. Gucken, sonst muss ich halt noch mal reingehen in die erweiterten Audio. Musik will ich gar nicht, weil da gibt es immer nur Probleme mit. Ah, hier, das ist sehr zu begrüßen. Lizenzierte Musik stumm schalten. Ja. Und dann kann ich sie nämlich anmachen.
Und alles, was lizenziert ist, würden sie einem dann ausmachen. Genau. Und dann kriegst du keine Probleme mit YouTube. Sehr schön. Diese Option ist sehr zu begrüßen, wenn sie denn tut, was ich denke, dass sie tut. Zurück, nochmal rein. Gut. Sprachen Untertitel. Textsprache, Deutsch Untertitel, ja bitte. Name des Sprechers anzeigen. Wer was sagt? Naja, das brauchen wir glaube ich nicht, oder? Machen wir trotzdem. Größe der Untertitel, normal, Schriftgröße im Spiel, normal, Hintergrund der Untertitel. Was heißt im Hintergrund? Steuerung. Square Enix Extras. Spiel beenden. Ich sag nochmal ein neues Spiel. Der liegt ja ganz schön an. Das ist nur zum Angucken, da kann ich noch nichts steuern. Officer Matthews, I've got a 10-10 in progress. 1452 Lewis Avenue. I'm gonna need back. Was ist denn eine 10-10? Muss man das wissen? Ups. Explosion ohne Knall? Oder was war das? Hey, was ist denn da passiert? Irgendwie Alien-Technologie? Jemand mit einer Superkraft? Dass das einfach umgeschmissen hat, oder? Also Explosion, da hätte ich dann Knall gehört, einen riesigen, aber das war irgendwie wie so eine Explosion, wie so eine Druckwelle, aber ohne Knall. Sehr seltsam. Very strange. Okay, ich glaube hier am Anfang kann man nur mal gucken. Da kommt ein Schulbus an. Warum hältst du dich nicht fest, Junge? Wenn die bremsen musst, dann hängst du an der Windschutzscheibe. Willst cool sein, ne? Guckst auf dein blödes Handy, gleich läufst du vor die Laterne, du Idiot. Hey! Ganz schwieriges Alter. Okay, update time. You heard back from Jen yet? No. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Hey Jen, you going to the party tonight? Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about... Yo, Jen, see you at the party. Let me know if I should... Oh my god, you thirsty bitch. Here, let Lila the Lovewitch work her magic. Okay, just don't make me sound like a loser. I said matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Hat die kleine Bomben auf ihrem
Gurt vom Rucksack? Was ist das für ein Dreck? Das ist eine Bomben- und Kriegsbefürworterin oder was? Man kann ja überhaupt nicht gut heißen. Was sind das, Torpedos oder? Yes, Sean. Just describe a party. Well, the suspense is killing me. It's Dad. Wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Das ist ja total verstörend, dass die da so Bomben hat auf ihrem Gurt. She can't wait to see us at the party. What? Really? Yes. Told you I would work my matchmaker magic. So. Kupplungsmagie. So what should I wear today? A condom. Oh, ha ha. Pay plenty of attention in sex ed class, I see. Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up, dickhead. Damn, your neighbor's an asshole. Yep. Always true to himself. Tja, viel kann man da nicht machen. Das ist mehr so ein Erzähl-Adventure, hä? Das ist so ein interaktiver Spielfilm, hat man früher gesagt. Careful. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone? Your dad wouldn't bust me. He loves me. So, you want to hit or not? Nein, es macht süchtig, B. Ich bin nicht Raucher. Nah, maybe at the party. Track stars aren't supposed to smoke, you know. Yeah, sure. I'll remember this when you're begging for a spliff. Da ist Nikotin drin, ganz schrecklich. Ach, jetzt raucht sie auch nicht. Na, das ist ja gut. What else do we need? Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa, what the hell are you doing? Oh, move. You're my human post-it note. First, we need money for supplies, munchies, chips and dip, soda, etc. This better wash off. And of course, we must not forget the booze. I could probably snag a six-pack from Dad if he's got enough. Das Bierchen geht schon mal. Hey, did you ever think of maybe just sending a text instead? All right, blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Oh, one last thing. C-O-N-D... Oh, stop. You're out of room, punk. Ist das ein Penis? Wo siehst du denn da einen Penis? Ein Kondom mit einem Smiley drin. Ist doch okay. Whoa, good drawing, Lila. Daniel's teacher would be proud of you. Ha! The pretentious artist has spoken. Don't fall asleep before me tonight, or you might see more of my skills. You wish. These fucking planes, man. Huh? I want to hate them, but I'll miss them so much if I move somewhere else. Shit changes so fast. I get so emo sometimes, wondering what will happen to us once we graduate. Will you still be my BFF? Will shit ever get better than 1452 Lane Avenue? Seid ihr jetzt Freunde oder ist das deine Schwester oder so oft wie die? Also ich bin ja wohl der Typ, der die Antworten gibt. Also ich bin der Typ. So oft wie die mich berührt, die will was von mir. Auf der anderen Seite will sie mich verkuppeln. Hä? No es posible. Seit wann sprechen wir Spanisch? Nein, wir sind natürlich für immer Freunde. Das kann man in dem Alter schon mal sagen. Yeah, man. Friends forever. Yeah, but what happens if we go to different colleges?
or you get sick of me. Whatever. Ja, dann nicht mehr. No way distance can tear us apart. We're freaking fighters. Yeah, you're right. Best freaking fighters forever. Okay, it's getting way late and I gotta pick out my outfit for tonight. Lila. Hugs. Talk to you soon. So, mit der Interaktivität war ja noch nicht so viel. Bisher war erzähl. Jetzt schreibt er irgendwie was. Hey, perfect timing. Just the son I wanted to see. Oh, sure. I'm a little busy. Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. She said... Dude, bug her, not me. You're not exactly her type. Lucky she puts up with you. Ugh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need an objective judge. Sind das irgendwie... Vielleicht sind die Mexikaner oder Spanier oder... Court is in session. Judge Diaz presiding over the case of the last Choco Crisp. I have to go, get ready for a party and stuff. So, well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Yes, I heard tattletale. Please, Judge Diaz, be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Das ist jetzt modern, ein halbe Hemd raushängen lassen, das andere reinstopfen, da kann ich nicht entscheiden, hä? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week. Wow, a creepy grinsen. Creepy grinsen. Who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me. Come on, Judge. Shh. Let him decide. Judge, the verdict, please. Der hat so genuschelt, ich habe nicht verstanden, was er wollte. Nochmal hören. Gibt's keine Option. Ich nehme trotzdem Y. Y will er nicht. Señor Diaz gewinnt, Daniel ist unschuldig, ihr seid beide schuldig. Im Zweifel für den Angeklagten. Daniel ist innocent. And so the jury gives him the Choco Crisp. Oh yeah, I win. Okay, back to work. I hear an engine calling my name. I have a trouble in my mouth. You can't understand me. My mouth is full of chewing gum. Hört sich an wie, Kenny ist tot. Aus South Park. Beweg dich mit L. Aha, jetzt kommt das Tutorial. So, was ist mit dem Inventar? Achso. Ich bin Sean? Keine Ahnung. Nach Snacks suchen. Drinks für X Partys finden. Papa um Geld bitten. Eine Decke finden. Ach, vielleicht hätte ich diesen Snack da haben sollen. In case you need help with math. 5-5-1. 3-9 3-7-8-9. Bisschen Wasser, was ist das? Für ein Teil sieht aus wie so ein Skateboard-Werkzeug. Ach, um die Dings zu. Ach, kann man auch so machen. Gucken. Ah, oh, mein Portemonnaie sind $3.20. Wenn ich mal 3,20 € sage, dann entschuldigt bitte.
Und das ist Papas Feuerzeug. Puerto Lobos. Wo ist Puerto Lobos? Puerto ist Spanisch und da heißt der Hafen. Sie hat mir, Jen, sie hat mir vor ein paar Wochen geholfen. Sie ist echt cool. Ja, eine nette Schrift. Puerto Lobos. Also Puerto ist Spanisch, heißt Hafen. Vielleicht kommt er aus Spanien. Vielleicht kommt er aus Mexiko. Vielleicht kommt er irgendwo aus Südamerika. Porto Mané. So, wie alt bin ich denn? Identification Card. Ich wohne im Staate Washington. In den Vereinigten Staaten. Geboren bin ich 2000. Expires 2021. Und für Leute, die nicht rechnen können, haben sie sogar Age 18. Ist nicht 21. Weiß ich nicht. Volljährig mit am 0815. Am 15. August. Ach, DOB ist Date of Birth. Okay. 2018. Für Leute, die nicht rechnen können. Aber Alkohol kriegt man in den USA doch auch erst ab 21 oder so. Egal. San Eduardo Diaz. Monsieur Diaz. Ist ja mein Name. Ne, Monsieur, nicht Senior. Senior San Eduardo Diaz. Oder Dia. Ich weiß nicht, ob er das Z spricht. In der Louis Avenue, Southwest, Seattle, Washington. Und eine Postleitzahl. 5 Fuß. Nicht gerade groß, der Mann. Und das ist Papa. Lilo sagt, ich sehe aus wie Papa. Ich nehme an, das ist ein Kompliment. Das ist nicht aus wie Papa. Ah. Statistics and you. Nur noch ein Jahr, dann brauche ich kein Mathe mehr. Ah, die Statistiken mal anschauen. Federmäppchen. Kaum zu glauben, dass ich das Teil seit der 8. Klasse habe. Und mit Stickern und... Ich hasse Multiple-Choice-Fragen. Ich rate immer falsch. Du sollst nicht raten, du sollst wissen. C plus ist doch gar nicht so schlecht, oder? A ist eine 1, B ist eine 2 und C ist eine 3. 3 plus ist doch gar nicht übel. Sans Inventar RB. Ah ja, hier kann ich jetzt Inventar. Telefon. Papa, bist du bald zu Hause? Ciao, wäre super, dich dort zu sehen. Was ist denn geschrieben? Die Vermittlerin, die Verkupplungsmagie. Hey, Jen. San Diaz hier. Hi, was geht? Nicht viel bei dir. Relaxe mit Netflix. Würde ich jetzt auch gern. Die Mathe-Hausaufgaben machen mich fertig. Brauchst du Hilfe? Ja, glaub schon. Klar. Geht morgen nach der Schule? Das wäre super. Kannst kaum erwarten, diese Hausaufgaben zu erledigen. Hey, ich bin jetzt in der Bibliothek. Cool, ich bin unterwegs. Okay, das ist nach der Schule. 15:24. Wie ist dein Test gelaufen? Ich habe eine 2. Du bist die Beste. Okay, das ist wieder nächster Tag. Sag mal, wie schnell kriegen die ihre Tests wieder? Also da hat er gelernt mit ihr nachmittags am 19. Und am 20. nachmittags hat er bereits seine Note.